So, und willkommen wieder mal zu Let's Play The Hunter. Blacklight kommt aus dem Grunde nicht, weil etwas Neues rausgekommen ist, so wie ihr das hier seht. Wie ihr das sehen könnt, sage ich jetzt mal so. Mal F2 gedrückt, ne? Damit ihr das mal perfekt seht. Diese neue, schöne Waffe, 93x62er Anschütz mit Gravur. Alles sehr schön und detailgetreu gehalten. Jetzt gesagt, es ist ein. Ne, ist ein normaler Repetier, aber gut. So, jetzt können wir mal rein switchen, mal kurz anlegen. Seht ihr mal, wie das ungefähr aussieht. Wir haben jetzt das Anschutz-Zielfernrohr drauf. Der Lauf ist etwas dicker bei der als bei der anderen Anschütz vorne. Und ja, eine sehr schöne Waffe. Und da hätte ich gesagt, lassen wir die testen. Was? Wir testen sie jetzt erstmal schön ausführlich. Also, ne, ich schalte ein, wenn wir was sehen. Bis gleich. So, wieder zurück. Gleich unten an der Ritsche im Bock, den ich hier gerade irgendwie versuche reinzukriegen, gescheit. Aber ich denke, ich werde mir dann nur in 3 schießen, dann wieder 203. 20er. Scheiße, jetzt. Sauberer Schuss. Wie ihr seht, der hat ungefähr denselben Klang, ist ja auch selber Kaliber, ne? Aber ich finde die persönlich sehr schnieke und werde jetzt auch mal so nur mitnehmen. Ich glaube, sie glaube auf Level 7 oder so. Ja, linkes Vorderbein, linke Lunge, rechte Lunge, Score 40. Ein sehr großer, ein Jährling hätte ich gesagt. Und ganz hinten, jo, etwas über, ein Lauscher. Schönes Gehirn. So. Also, ne? Ich schalte ein. Bis gleich. Also, wenn wieder was ist oder so, ne? Bis gleich. So, wieder zurück. Hat gar nicht lange gedauert. Und da scheint dieser eine sehr gute rote Spur, muss ich sagen. Und hier wahrscheinlich mein Intro nicht einfügen, aus dem Grund, weil ich keine Lust dazu habe. Nee, weil mir das jetzt lange dauert. Es soll immer so eine kleine Aufnahme werden, so unter uns. Deswegen, ne, muss gleich mal versuchen. Ein relativ schönes Geweih. Ich schätze es auf 100. 95 vom Score. Aber ich denke, wir werden gleich zum Schluss übergehen. Mit der 93. Ja, liegt auch. Ich war mir dann irgendwie nicht ganz so sicher, ob er dann auch gut Blatt abging, beziehungsweise ob der Schuss auch dahin soll, ging, wo er sollte. Aber naja. Aber kein schlechter, sehr hohe Stang, mein lieber Mann, den größer als ich. 219, oh, ein schöner und doch besser als ich gedacht habe. Oh, 25 Abschüsse mit der 93. Boah, guckt euch mal die linke Stange an. Scheiße, ist die lang. So mache ich das, dann fotografiere ich das. Man sieht die Länge aus. Na, und ich schalte ein, wenn es wieder was gibt. Bis gleich. So, da sind wir auch wieder. Da ist das eigentliche Bild, warum wir hier hingegangen sind mit der neuen Waffe. Zwar Wildschweine bzw. Schwarzwild. Und ich würde gleich mal einen Schuss antragen. Meine eigentlich gut getroffen ist oder auch nicht. Das war ein komischer Schuss. Meiner Meinung ging ja vorne aufs Brett, aber ihr seht, sowas kann durchaus passieren. Scheiße. Da oben ist Hanches. Wow. Meine Maus backt schon wieder rum. Tja. Eingeweide Scheiß, kann ich mir mit dem besten Willen nicht vorstellen. Aber ich schalte ein, wenn ich ihn wieder ab. Bis gleich. So, wieder zurück. Ihr seht schon auf dem Hunter, der kann nicht mehr allzu weit sein. Und ich habe die Visierung schon runter gemacht. Von der Anschütz. Ich habe praktisch nur Kim und Kong zur Verfügung. Aber liegt der da vorne nicht? Da vorne liegt der. Mein Gefühl hat mich aber wieder nicht im Stich gelassen.
Aber jetzt wollen wir uns da mal den Schuss angucken, wo der denn hinging. Den Magen, okay. Ein kleinster, glaube ich. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Mal gucken, wo der Einschuss sitzt. Boah, ich habe ein gutes Stück eigentlich auch vorgehalten, wo der so Draben kam, möchte ich mal sagen. Aber sehe ich auch nichts. Kann auch ein Bug gewesen sein, wer weiß. Aber naja, Foto. So, eigentlich eine schöne Waffe, damit ihr die auch mal mit Kim und Korn seht. Wie es aussieht. So, sieht es aus. Wie bei den anderen eigentlich auch. Das sind das schöne Muster. Und hätte gesagt, ich schalte ein, wenn was passiert. Bis gleich. So, wieder zurück. Hat gar nicht lange gedauert. Hat drin Rehwild gecallt. Ist zwar nur weiblich, aber wieder eine schöne Übung. Wir sehen, es steht etwas weiter weg als 100 Meter. Aber das Platz relativ frei ist, schieße ich. Kommt dann aber nicht allzu weit. So, müssen wir noch schauen, dass ich hier einen Übergang finde, da drüben. Müssen wir nur schauen, dass wir das Rehwild finden auch. Ja, immer mal Anschlusspunkt. Also ich meine, es war weiter als auf 100 Meter. Obwohl. Ne, war nicht. Puh, keine Ahnung, vielleicht sind 90 Meter. Aber es hat eben noch nicht ganz reingepasst, das Rehbild in die zwei Spalte da. Haha. Würde einfach mal wieder auf Wildschweinjagd gehen. So ein Schweinhammer und ein Rothschammer. Ein Bock und weiblich Stück Rehwild. Das geht mal nicht so allzu schlecht wie Ausbeute. Ich glaube, da oben liegt es schon. Ich denke mal, linke Lunge. Und da außen die rechte Lunge. Echt getroffen haben. Das sind immer sehr problematisch, weil sie ja nicht liegen. Und etwas hoch abgekommen bin ich. Ja, sehr hoch sogar. Rechte Lunge. 84 Gänge. Na gut. Schöner Abschuss. Ich werde jetzt mal an dem Ufer noch lang rennen und wir sehen uns gleich wieder. So, wieder zurück. Weibliches Rotbild vor. Und das mal relativ nah. Aber es gibt dann eben Knall. Scheiße. Nimm die Waffe hoch. Da sieht es so aus. Ich meine eigentlich, dass hier drüben noch was übers Wasser gegangen wäre. Aber es sah wahrscheinlich nur so aus. Spitz von vorn. Das Blatt reingeschossen, alles so hämmert, rechte Lunge, Leber, Magen. Da geht es keinen Meter mehr weit. So, die neue Waffe finde ich persönlich sehr schnieke. Nochmal dazu gesagt, ich würde sie mir holen, falls ihr noch keine Anschütze habt, kauft euch diese. Ist zwar etwas teurer, aber. Die andere mit diesem ganzen Gripholz-Scheiß da sieht dann schon nicht so schön aus. Allgemein hässlich, wenn man es so vergleicht. Aber naja, mal gucken, dass wir noch eine Sau kriegen und das hier endlich aufhört zu pissen, wäre ich auch froh. Und wir sehen uns gleich wieder, ne? Bis gleich. So, wieder zurück. Scheiße, jetzt gerade ein Dings abgegangene blöde Sau. Ich wollte schon sagen, na, mal gucken, ob der Schuss jetzt besser wird als beim nächsten Mal. Hätte ich sie mal nicht angegangen. Scheiße. War gar nicht so schlechter Keiler. Ist da alles Mist. Mal gucken, ob auf dem Feld noch steht. Ach, Kacke. Naja, gut. Na dann, wenn was passiert. Bis gleich. So, willkommen wieder zurück. Da steht eine Sau. Wird da keiner von eben sein, denke ich. Jo. Ja, jetzt muss ich das antragen. Ja, er liegt. Aber mir ging es in das Rehwild, was ja eben da stand neben uns. Oder irgendwo auch immer. Ja, da höre ich's. War weiblich, deswegen wollte ich erstmal auf das scheiß Feld hier gucken. Aber weil ich dann hier nichts mehr. Nur den Keiler noch gesehen habe, habe ich für den Keiler dann entschieden. Wäre ja auch
sonst ein bisschen blöd, das weibliche Rehwild zu schießen. Aber ich sehe es jetzt auch gar nicht. Falls ihr denkt, es ist früh, nein, es ist Abend. Es ist 18.23 Uhr. Ja, ich sollte mich dann vielleicht mal ranhalten. Jetzt die Fährte, ne? Nö. Uhr wäre vielleicht sogar besser gewesen für die Sauen. Ist doch wieder alles scheiße. Lungenherzschweiß. Fangschuss habe ich nochmal eingetragen, weil der auch diesmal wirklich liegen sollte. Ja, 582 oder so. Schätze ich mal. Ha, 594. Rechte Lunge, Körper. 90 und das 99 Meter. Der erste gut, blatt ab. Vielleicht hätte er eigentlich hier hin gesollt. Nur in dieser Dämmerung ist eh immer schwierig. Bei den Sauen. Und deswegen, naja. Passiert schon mal, ne? Ich schalte ein, was passiert. Bis gleich. So, und willkommen zurück. Da sagt noch mal einer, auf dem Maisfeld gibt es keine rote Schürze. Der Beweis endlich mal. Das haben wir nämlich immer nicht viele geglaubt, wenn man auf den Maisfelder geht, dass man da auch mal einen Rooster schießen kann. Obwohl ich letzte Jahre immer zuvor auch hier viele Rotwische geschossen habe. Kommt gerade so auf uns zugezogen, ist zwar jetzt nicht so der Riese. Können wir es nochmal demonstrieren, wie die Sichtverhältnisse sind. So, mit dem TV sehen wir es ungefähr so. Mit der 12-fachen. Scheiße, schnell jetzt. Weg, weg! Also. Scheiße, komm. Hinterher, hör mal uns. Jetzt lauf, 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 den kriegen wir noch, lauf. Schnell die Größe mal drauf. Das ist die Fährte. Boah, der gecallt auf einmal. Ich war voll erschrocken gerade. Lass den blöden Bock. Yes! Jawoll, da liegt er. Oh, eine mächtige Distanz, mein lieber Mann. Ich musste jetzt aber schießen, entweder ich jetzt getroffen oder vorbeigeschossen, weil er kam links neben mir gleich ein Baum und da hätte ich dann voll neu gesammelt. Oh, naja. Ein schöner. Ich könnte es gar nicht sehen, aber ich sag's einfach mal. Boah, war der nah auf einmal, mein lieber Mann. Gott sei Dank ist er stehen geblieben, jetzt nicht schon feuerflüchtig ab. Das ist ja gewesen. Aber naja, 20 bis 30 Kilo ein starker Bock. Also wenn ein Bock 20 Kilo Wildbrat hat, mein lieber Mann, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Und Gabler, linke Lunge 80, der Score. Naja, jetzt schnell zum Rothirsch eilen, möchte ich mal sagen. Die neue Waffe natürlich, ne? Den Regenbock geschossen. Ich konnte jetzt nicht riskieren, dass der noch 800 Meter geht mit der anderen. Deswegen auch sofort reagiert und das Zielfernrohr drauf gemacht, weil ich genau gewusst habe, dass der auf dem Feld verhofft, aber er dann schon zu weit weg sein wird, um damit zu schießen mit diesem, sagen wir Anführungsstrichen, Fluchtvisier bzw. Nachtvisier. Und jetzt sage ich mal wieder, hier sieht man, wo die 300er ihre Vorteile hat mit diesem Leuchtabsehen, ne? Also, ne, Leuchtpunkt in der Mitte drin. Für die nicht wissen, was Leuchtabsehen bedeutet. Aber, sagen wir so, dieses Zielfernrohr müsste man eigentlich auf den Anschluss auch noch machen können. Das wäre richtig geil. Roter Schwamm, eigentlich klar, dass der am Knall liegt, weil es waren 40 Meter oder 50. Da ist ja gar kein Thema, ne? Ein Stück Wild zu strecken, so. Ich werde, denke ich mal, kein Intro reinmachen, weil mein Schneideprogramm rumgespackt hat in letzter Zeit, ne? Deswegen habe ich auch die Specials nicht zusammengeschnitten gekriegt. Da hat irgendwie der Windows Movie Maker immer gesagt, nö, macht er nicht. Also macht er schon, dann konntest du es nicht abspielen, dann hast du ihn nicht gesehen. Also es war schon alles sehr scheiße, möchte ich mal sagen.
wiegt er auch, der Rothirsch. Ich schätze mal so 130 würde er haben. Oh, 120, 120, 130. Ah ne, 130, 140. Je nachdem. Doch größer, 189, der weiter so. Ach so, er hat viele Sprossen, okay. So. Na gut, dann. Das ist übrigens die Mittelsprosse und die Krone. Die Krone. Und das hier unten habe ich schon wieder vergessen, was das ist. So, also, ne? Wir sehen uns das nächste Mal wahrscheinlich in Let's Play Blacklight oder in einem neuen Let's Test. Mal schauen. Und ich sage erstmal Tschüssikowski und bis zum nächsten Mal. Ciao.